Jo, Tag gesagt, Leute. Ich zeige euch mal fix, wie ihr die Performance und das Erscheinungsbild in Outriders klein wenig verbessern könnt. Den Anfang werdet ihr noch von meinem letzten Video zu Outriders, denke ich mal, kennen, zum Entfernen des Motion Blurs. Ihr müsst auf jeden Fall wieder in euren App-Data-Ordner. Den findet ihr so, mit dem Comment dort unten. Wenn auf Suchleiste einfach eingeben, Enter. So, dann klicken wir hier nochmal auf App-Data, Local, suchen wir uns den Madness-Ordner. Klicken auf Saved, Config, Windows Now Editor und dann brauchen wir die Engine.ini. So, falls ihr dort noch nichts gemacht habt, sieht das erstmal nur so aus. Was ihr dann machen müsst, ist das hier einfügen. Ich packe euch das unten in die Beschreibung ein, dann müsst ihr es wohl rauskopieren und einfügen. So, zu dem AA-Code, sprich zur Kantenglättung. Falls ihr es aushaben wollt, gebt ihr hier einfach eine 0 ein. Dann ist die Kantenglättung aus. Die 1 ist FXAA. Absoluter Müll meiner Meinung nach. Braucht ihr nicht. Sieht in jedem Spiel scheiße aus. 3 ist für TAA. Ne, ist gelogen. 2 ist für TAA. Das nehmen wir in dem Fall. Sieht einfach traumhaft aus. So. Dann gibt es noch die 3. Ist MSAA. Sehr performance-lastig und sieht auch nicht unbedingt besser aus. Und damit das TAA auch besser aussieht, haben wir die zweite Zeile hier noch. Die ist sehr wichtig. So, schließen, speichern, Spiel starten. Viel Spaß damit. Stopp! So, zur Ergänzung noch. Stellt bei dem Spiel auf jeden Fall das FPS-Limit nicht ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann das Spiel automatisch die Auflösungsskalierung anpasst und hoch und runter schraubt. Und dann kann das Game sehr blurry aussehen, sehr verschwommen, sehr, sehr hässlich. Schaltet das aus. Das behebt jetzt. Viel Spaß.